Das Topspiel Leverkusen gegen Gladbach live in der Bayern Arena zum Abschluss des 7. Spieltags. Die Leverkusener vielleicht mit der Chance zu kontern. Da wird Bailey geschickt im Strafraum, schon schießt direkt mit rechts. Jetzt der Ball in den Strafraum zu Bailey, der am ersten Gladbacher vorbei, am zweiten. Jetzt muss er irgendwann mal schießen. Nee, legt zurück auf Alario, der schießt aus 10 Metern. Aber noch ein Gladbacher dazwischen. Jetzt wird's heiß im Gladbacher Strafraum. Wir haben gesagt, obwohl wir Freitag sehr spät zurück waren, wir gehen voll drauf, wir machen Hochdruck, wir lassen die nicht aufbauen, wir geben die keine Zeit am Ball. Und das haben die Jungs vom Anfang an gemacht. Trotzdem kommt man zweimal im Rückstand. Jetzt Julian Baumgartlinger versucht es mit einem Pass über 20 Metern aus dem Mittelfeld heraus, funktioniert aber nicht. Und schon kontern sie die Gladbacher mit Hofmann. Der bringt den Ball in die Mitte, da ist Embolode und Kurt Radetzky wird gelegt, 11 Meter Gladbach. In diesem Moment, Lars Stindl läuft an, 2-3 Schritte mit dem rechten Fuß ins linke Eck, dann doch ins rechte. Natürlich ein unnötiger Ballverlust in dem Mittelfeld, aber danach fällt Stedi noch ein bisschen ab. Das macht es für mich schwer und ja, habe ich leider wieder einen Elfmeter verursacht, diesmal nicht gehalten und war scheiße, leider. Jetzt allerdings erstmal die Ecke, Leon Bailey mit links, spielt den Ball zurück auf Amiri, der jetzt aus dem Halbfeld den Ball reinbringen könnte. Nee, er schießt direkt und trifft ins Tor, aber abseits, ja, na, passives Abseits, aber abseits. Wir haben ja nicht schlecht angefangen, es waren eigene Fehler, die uns praktisch in Rückstand geraten haben lassen, aber auch die eigene Qualität, immer wieder Chancen zu erspielen. Wir haben in der ersten Halbzeit mehrere Chancen, ein Tor, das aberkannt worden ist. Also ich denke schon, dass das über eine ganze Spielzeit lang irgendwann zum Erfolg führen muss, wenn man so weiter arbeitet und so an sich glaubt. Diaby, der mit weiten Läufen auf Richtung Sommers Tor geht, dann der Schuss ins Tor! Ein wunderschöner Treffer! Fast an der 16-Meter-Raumkante und schlänzt ihm mit rechts den Ball ins Kreuzeck. Jetzt bleiben sie aber dran, Thüram, da ist Lars Bender da und jetzt ist es Stindl, der trifft zum 2-1. Ich glaube, die Moral und Wille einfach, dass wir nicht aufgegeben haben, trotz zwei unglücklicher Tore und immer daran geglaubt haben. Ich glaube, wir haben gespürt, dass wir den drehen können und haben wir auch gemacht und nicht nachgelassen, einfach ein starkes Zeichen von uns. Leon Bailey auf rechts hat den Ball jetzt schön verarbeitet und im Dribbling gegen schon wieder Jonas Hofmann, der ist überall, aber Florian Wirtz kommt noch mit dem Ball und das Tor, 2-2, wieder Lucas Alario, das gibt es doch gar nicht. Und der Lukas macht das hervorragend, die beiden Tore heute waren auch sehr gut, hohes Niveau. Zweimal kommt man zurück, dann ist die Halbzeit da. Und dann habe ich das die Spieler in die Halbzeit auch gesagt. Jungs, es ist verrückt, 2-2. Aber wir müssen auf diese Weise weitergehen. Und ich glaube wirklich dran, dass wir dann das Spiel gewinnen können. Und das haben wir unglaublich gemacht. Und dann, Achtung, der Ball Richtung Stindl. Konter und Tor für Mönchengladbach. Und der Ball hinter der Linie, jetzt drüber. Riesenchance Mönchengladbach. Radetzky mit der Sensationsparade. Das sind die Momente, die manchmal das Spiel drehen und gleich danach haben wir das 3-2 geschossen und war ein spitzer Winkel und wir haben nur versucht, den Ball rauszuhalten und dann natürlich hatten die noch einen Rebound, großer Rebound und dann glücklich für uns schießt er den drüber und dann machen wir das 3-2 und dann sieht es besser aus für uns. Das, natürlich war es wichtig. Ja. Toller Pass durch zwei Gladbacher hindurch, über 30 Meter auf Diaby, der jetzt schon am Gladbacher Strafraum angekommen, legt nochmal quer, Bailey bringt den Ball rein und er bringt ihn ins Tor! Er bringt ihn ins Tor! Er bringt ihn ins Tor! Ja, ist er denn verrückt, wenn das gewollt war? Das war das sowas von rotzfrech! It was very, very satisfying. I mean, as I said, it was an intense game to be able to put a little relief on the team and yeah, I was lucky enough to get that ball in, but you know, for me, I'm always grateful to be able to help the team as much as possible. Lars Bender auf der rechten Seite, der steckt durch zu Nani Maniri. Tor für die Werkself! Tor für die Werkself! 4-2! Wahnsinn! Ja, in solchen Spielen, wenn man beim ersten Tor, da war mein Fehlpass zu scheiße, das ärgert mich natürlich und da möchte man was beitragen. Und ich denke, dass ich danach aber weitergemacht habe und mir es versucht habe, für die Mannschaft einfach wieder gut zu machen. Hermann schlägt die Kugel nochmal in den Strafraum. Was ist das denn für ein Tor? Ich hab ihn auch gerade gratuliert. Das verdient meinen Respekt und der kann gerne reingehen. Soweit, dass wir nicht den vierten noch kassieren. Ja.
Und jetzt ist das Spiel vorbei. Leverkusen schlägt im Topduell am Sonntagabend die Borussia aus Mönchengladbach mit 4:3 Toren. Ja, ich glaube, dass jeder Fußballliebhaber muss das Spiel sehen, weil da war sehr viel drin. Ich glaube, meine Mannschaft hat sehr gut gespielt gegen eine Top-Mannschaft. Und ich glaube, am Ende haben wir verdient gewonnen, obwohl Lukas, wie gesagt, uns zweimal gerettet hat. Die haben noch einen offenen Ball über das Tor geschossen. Das war verrückt. Aber insgesamt, wie gesagt, Fußballliebhaber, da muss man das Spiel sehen, weil ich glaube, das wird Spaß machen. Es hat mir als Trainer Spaß gemacht und stolz auf die Spiele. Ich bin hier oft sehr kritisch auch auf meine Spiele, aber wenn die es gut machen, dann muss man das auch sagen. Und deshalb sage ich, ich bin stolz auf die Jungs, wirklich.